Du bist bereit. Dort. So, hallo. Mit ein ganz bisschen Verspätung starten wir jetzt. Ich werde heute was über Ubuntu Touch, über das Ubuntu Phone erzählen. Werde es auch vorführen, sodass man auch mal ein bisschen eine Idee davon bekommt, was das ist. Aber vorab möchte ich ganz kurz fragen, bevor ich die Agenda vorstelle, wer denn schon mal ein Ubuntu Phone in der Hand hat oder selbst eins besitzt oder das irgendwie ausprobiert hat? Also da es nur einer ist, vielleicht kommen dir ein paar Sachen dann schon wieder bekannt vor, aber für die anderen ist es dann zumindest vielleicht noch ein bisschen neuer. Ich versuche... Ich habe den Fokus gerade verloren. So. Ich versuche heute mich vorzustellen, das System Ubuntu im Allgemeinen eine Vorstellung dort zu machen. Dann etwas über das technische Konzept dahinter sagen. Dafür werde ich aber nicht so viel Zeit verwenden, weil ich mir gerne heute mich stärker auf das nächste Thema Bedienkonzept spezialisieren möchte und dort das eben mal zeigen möchte, wie das dort alles funktioniert. Gehe so ein bisschen auf die Anwendungen, die da drauf sind, ein. Natürlich ist das ein Ubuntu-System, was da drauf ist, sonst würde es ja nicht so heiß. Dann kommen noch so ein paar kleine Sachen, so was so weitere Apps da noch so drauf sind. Können wir auch ein bisschen Dialog kommen. Ihr fragt dann, was für Apps darauf laufen und ich sage ja oder nein. Gebe dann auch noch so einen kleinen Ausblick und dann geht's aufs Smartphone und dann werden wir dort ein bisschen dran rumspielen, um zu gucken, wie das eben halt dort alles drauf funktioniert. Da hoffe ich mal, dass Murphy's Law nicht zuschlägt und nicht irgendwie hier mir gerade irgendwas wieder kaputt macht, sodass ich das Bild nicht auf die Leinwand bekomme oder sowas. Naja, schauen wir mal. Vorstellung, ich fange natürlich mit mir selbst an, bevor ich das Thema eben halt vorstelle. Das bin ich. Ich bin seit 2006 bei Ubuntu. Vorher habe ich ein bisschen mich eher mit Debian beschäftigt. Ich glaube, irgendwann hatte ich auch mal Windows mich beschäftigt, aber ich glaube nicht sehr viel. Bin in der Ubuntu Community gerade hauptsächlich als bei ubuntuusers.de unterwegs, aber auch sonst in internationalen Bereich bin ich eben halt auch dort, um zum Beispiel auch die Ubuntu-Member zu bestimmen. Da bin ich in dem Komitee mit drin, die eben halt entscheiden, wer Ubuntu-Member wird. Da muss man sich bewerben und sowas alles. Ansprecher, Sprechpartner der deutschen Noko-Community. Aber organisiere auch mit die UboCon. Hier vorne sind so kleine Kärtchen, wo das, der diesjährige Termin der UboCon steht. Dafür mache ich auch mal gerne noch Werbung. Dort gibt es auch Ubuntu Touch-Vorträge von Canonical-Mitarbeitern. Die kommen nach Berlin eben halt, oder bleiben dort. Daniel Holbach, der wohnt da auch. Ansonsten kommen auch welche extra dafür nach Berlin im Oktober. Schreibe ich gerne Artikel, auch sozusagen Supportleistender. Ich opfere meine Freizeit auch in Forum, um da anderen Leuten zu helfen. Ist immer eine nette Beschäftigung. Übersetze, schreibe Bug-Reports, behebe Bugs zum Teil. Und habe auch, und da kommt jetzt das zum Thema, was heute jetzt auch wirklich Thema ist, auch seit Anfang des Jahres so ein Ubuntu Phone. Falsche Richtung. Ich wohne in Lüneburg, also ist gar nicht so weit von hier entfernt. Deswegen kann ich immer ganz schnell mal nach Kiel rüber ziehen. Meine Kontaktsachen, die Folien werden ja auch sozusagen auch mit Aufnahme ins Netz gestellt, aber auch, glaube ich, so. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ich arbeite als Qualitätssicherung, nennt sich das immer, Quality Assurance,
Webseiten irgendwie so machen, dass sie irgendwie funktionieren. Oder jedenfalls darauf Acht zu geben, dass die Entwickler das tun. Da bin ich bei About You, ein Online-Fashion-Hersteller, die baldige Nummer 1, die Leute, die Zalando ablösen werden. So, das bin ich nicht. Sind außerdem auch unten Stellen von meiner Firma eben halt unten. Wir suchen dringend noch Leute, wie immer. Das bin ich nicht. Ich bin weder Canonical-Mitarbeiter noch ein Mark Shuttleworth-Fanboy. Ich kenne ihn zwar und wir unterhalten uns auch ab und zu mal und schreiben uns auch, aber ansonsten nicht mehr. Und ich entwickle auch keine Ubuntu-Pakete. Also ich bin kein direkter Ansprechpartner für den Programm, funktioniert das und das nicht, kannst du das nicht einbauen, sowas mache ich nicht. Jetzt noch mal ganz kurz zu Ubuntu, bevor wir, also die Ubuntu-Vorstellung. Das will ich gar nicht alles so erzählen, das ist, glaube ich, zum Teil auch bekannt, so lange Support-Zeitraum von Ubuntu. Dort sind immer vorinstallierte Programme auch bei, sodass eigentlich jedes Bedürfnis schon befriedigt sein soll, jedes in Anführungsstrichen und ganz dolle Sternchen, weil natürlich funktioniert das nicht. Canonical, wie ich eben gerade schon sagte, ist die Firma hinter Ubuntu, die sehr viel Energie da eben halt reinsteckt, dass das System dort läuft. Ebenso wie die Community natürlich. Auf Debian basiert. Das T-Shirt habe ich gerade gesehen. Genau. So ungefähr. Ich möchte auch immer sagen, und das trifft auch für das Ubuntu Phone zu, aber auch für das System auf dem Rechner. Ich bin jetzt nicht irgendwie einer und sagte, oh, Ubuntu ist genau das Richtige für dich, das weiß ich überhaupt gar nicht. Ich kann immer nur ein bisschen erzählen, was es gerade so ist, Sachen demonstrieren, so wie heute und so, und kann eine Lösung anbieten. Ob die Lösung für einen selbst irgendwie zutrifft, muss jeder selbst entscheiden. Für einigen trifft vielleicht ein anderes Linux-Betriebssystem eher zu, für andere ein Mac oder ein Windows, das muss jeder selbst entscheiden. Also deswegen sage ich immer, nein, es ist auch nicht für jeden das Richtige. Also das würde ich niemals behaupten wollen. Genau, und das habe ich nur fürs spätere Nachlesen. Wir sind Teil eines Ganzen, die Ubuntu-Philosophie. Verhaltensregeln ist dort auch immer ganz wichtig im Ubuntu-Kontext. Wir versuchen uns immer, jedenfalls ist die Energie dazu da, dass wir es versuchen hinzubekommen, dass wir uns mit gegenseitigem Respekt miteinander kommunizieren und eben halt immer viel miteinander kommunizieren. Das steckt da so ein bisschen hinter. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ubuntu Touch. Das mit den technischen, da hatte ich erst so ein bisschen noch ein bisschen mehr gedacht. Ich mache da noch ein bisschen mehr technische Sachen rein, aber habe dann gesagt, ach nee, ich brauche da gar nicht so viel erzählen. Ich erzähle jetzt nur ganz kurz mal ein bisschen, was für Geräteunterstützung sind und was so Themen da drin sind, worauf das basiert. Setze ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf das Bedienkonzept und auf die Live-Demonstration. So sieht das Ding aus, werden wir gleich noch zu Genüge sehen. Ich habe ein BQ-Gerät dabei, das haben sie am Anfang verkauft. Das ist eben halt mein Smartphone, was ich im täglichen Gebrauch habe. Also ich hatte vorher ein Android-Phone, deswegen war ich auch dort schon Linux-nah bei meinem Smartphone und habe jetzt auf ein Ubuntu-Phone gewechselt im März, glaube ich. Weil da heißt noch viele weitere. Bedeutet das, dass man so ein Smartphone aufmachen kann, E-Proms rausnehmen oder das Betriebssystem kann das komplett löschen, Ubuntu aufspielen? Wie funktioniert das? Genau. Angefangen, ich glaube, ich fange da an und kommen wir jetzt gleich zu. Erst wurde angefangen, das auf Nexus-Gerät zum Laufen zu bekommen. Dort hat Canonical erst auch noch immer sehr stark das Android benutzt und dann einfach in einer Change-Root-Umgebung das Ubuntu gestartet. Es lief im Android und dann wurde das Ubuntu darauf gestartet. Das waren so die Anfänge. Das haben die auf den Nexus-Geräten gemacht. Dieses BQ und Meizu, das ist so diese zweite Riege, was dann entstanden ist. Das
ja, eben halt Hersteller gesagt haben, wir haben das schon ab Werk drauf und liefern das so aus. Und es haben sich in der Zwischenzeit sehr viele Community-Projekte gegründet. Ja, was heißt gegründet? Manchmal sind es einfach auch nur so zwei Leute, die Bock hatten, auf ihr HTC irgendwie das Ubuntu zum Laufen zu bekommen und haben das darauf dann installiert und dafür bieten die auch ISOs an, also Images an. Hm? Wobei man da vorsichtig sein muss. Mittlerweile, die neuen Android-Geräte, wenn die gebootet werden, dann verstört sich teilweise die Hardware von selbst. Ein eingebauter Mechanismus. Genau. Also das kommt immer auf die Hersteller drauf an, wie dort sie da ja eben halt das zulassen, dass Geräte geroutet werden. Aber der Disclaimer kommt jetzt. alle Sachen, die nicht von offizieller Seite herausgegeben wurden, würde ich immer mit großer Vorsicht genießen. Diese ganzen Community-Projekte sowieso, diese Images, die dort angeboten werden, kann man versuchen. Es ist absolut, ja, es kann absoluter Reinfall sein, dass das nicht funktioniert. Wenn man Spaß hat am Basteln und sich damit auseinandersetzen möchte, kann man das machen. Aber es ist eigentlich allgemein mit Linux so, man hat sowieso nicht den Anspruch, dass es funktioniert. Bei den Gerätesachen ist es eben halt auch so, einige Hersteller verbieten das direkt. Man kann auch selbst wenn das Gerät nicht zerstört wird, kann man zum Teil auch Support-Wartung-Vereinbarungen verlieren. Sehr vorsichtig muss man mit Firmenhandys sein, da sollte man auch nicht alles drauf spielen. Also das musste jeder mal so ein bisschen für sich selbst entscheiden, aber um da ein Gefühl für zu bekommen, vielleicht hat man ja doch noch ein Smartphone, was man nicht im alltäglichen Gebrauch hat, wo man das erstmal mit ausprobiert. Ja, ich wollte kurz fragen, ist das generell nur für Smartphones oder auch für Tablets geeignet? Tablets ist nachher noch Ausblick. Kann ich aber auch schon vorwegnehmen. Also es gibt momentan noch keine Tablets, wo das so mit ausgeliefert wird. Und das ist jetzt aber wieder was ich so mitgenommen habe. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch eins bekommen. Dann heißt ja, bei mir würde es das erste Smartphone werden. Ich wüsste es natürlich gerne vorher, ob ich da Ubuntu drauf machen kann. Es gibt eine Liste im Netz, die ist nachher über einen Link, den ich auch hier in der Präsentation habe. Da kann man da rauf und da kann man diese Stände eben halt abfragen, was Leute ausprobiert haben. Dann steht da zum Beispiel HTC, was weiß ich für ein Gerät, und da haben die gesagt, ja, funktioniert alles, aber die Webcam ließ sich nicht ansprechen oder sowas. Also die Kamera ließ sich nicht ansprechen oder sowas. Geht es denn auch mit den Arten von Ubuntu, Xubuntu, Edubuntu und so weiter, oder ist es wirklich Ubuntu pur? Es ist Ubuntu pur, so wie es gleich wir nochmal sehen werden. Es ist nicht so, dass die es ist auch nicht so, dass das Ubuntu ist, was genau vom Betriebssystem herkommt, also was man vom Desktop schon herkennt. Es ist ein bisschen ein anderes. Die Zusammenführung dieser beiden Systeme steht auch noch auf dem Plan. Genau. Ja, also ist ja auch ein bisschen klar, dass zum Teil auch vielleicht Telefon-App auf dem Desktop noch nicht so bisher im Fokus stand, sondern beim Telefon schon eher. Genau. Diese ganzen weiteren Smartphones, da ändert sich immer sehr viel. Das muss man mal gucken. Und sowohl von der Community, aber auch von Canonical, die wollen auch noch dieses Jahr noch weitere Anbieter eben halt mit Ubuntu Touch eben halt das an den Markt bringen. Genau, ich habe da glaube ich gerade schon einiges gesagt. Genau, am Anfang waren diese unflappet basierten Images, also sprich, wo das erstes das Android gestartet wurde und dann das Ubuntu dann kam. Die Nähe zu Android ist aber auch sehr klar dort. Also wenn man sich mit einem Android-Gerät schon mal beschäftigt hat und die Tools von Android benutzt hat, die sind auf dem Ubuntu-Phone auch alle vorhanden. Die kann man dort auch nutzen. Es sind einige Pakete von dem ganzen Android-Stack auch mit rübergegangen, bis hin eben halt auch
mit Kernel-Dingen, die eben halt dort besser funktionieren. Die, bedeutet das, dass ich also doch Google im Hintergrund habe? Nee. Google hat die Pakete ja alle unter einer offenen Lizenz gestellt, die eben halt hier dann drin sind. Und die hat man sich einfach nur genommen und dann dort mit in den System verbaut. Also eine Kommunikation sowieso mit Google findet dort nicht statt. Da das alles Open Source Software ist, haben sich das die Leute natürlich auch vorher angeguckt. Und das haben zwar vielleicht Google-Mitarbeiter entwickelt, aber eben halt haben da keinen Zugriff mehr in dem Sinne drauf. Also keine Google-Standleitung im Hintergrund? Nee, genau, das nicht. Sind die Treiber auch komplett frei? Nein. Also da muss man jetzt schon noch ein ganz, ganz kleine Abstriche machen. Also Ubuntu Phone, das wollte ich jetzt so nicht gesagt haben, Ubuntu Touch ist nicht hundertprozentig frei. Da gibt es eben halt ein paar Sachen von den Treibern, die von den Geräteherstellern nicht ganz so freigegeben werden. Die haben das nämlich mitentwickelt. Also BQ war zum Beispiel auch dabei und hat so einige Sachen mitentwickelt. Die haben auch einen Scope da drin, der auch nicht frei ist. Das sind also so ein ganz paar Sachen, wo eben halt ein paar Sachen nicht ganz frei sind. Sind alle auf den Smartphone aber auch abrufbar, können wir uns gleich nochmal anzeigen. Da kann man die ganzen Lizenzen eben halt angucken, unter was sie stehen. Und zur Not könnte man beim Treiber, ist es ein bisschen schwierig, aber bei den anderen Sachen das auch deinstallieren, ja. Bei den Treibern ist es, natürlich kann man den auch ersetzen und gucken, ob es irgendwo eine freie Alternative dazu gibt. Also klar kann man, aber das ist natürlich schon irgendwie auch ein bisschen schwieriger, ja. Gerade bei den Geräten, den ganzen Controllern, wie die da angesprochen werden, da sind zum Teil leider die freien Software-Sachen noch nicht ganz so weit. Ja. Aber wird sicherlich auch immer besser. Genau. Was eben halt dort läuft, das ist eben halt dieses bekannte Mir, oder vielleicht haben das schon mal welche gehört, das ist eben halt das neue System darunter, um eben halt die ganzen Geräte, die ganzen Hardware anzusteuern. Und Unity ist da das Pendant zu, die Oberfläche, wo eben halt dann das alles dargestellt wird. Unity so vom Desktop kennt man dort, das ist die Unity 7 Version, was da eben halt ist, ist dann die für Smartphones. Die sieht ein bisschen anders aus, unter Unity 8 wird alles zusammengeführt. Und das ist das Ubuntu in Touch. Natürlich die Community, die das eben halt ist. Das habe ich, glaube ich, jedes Mal drin in der Präsentation, weil das nämlich von der DebConf kommt. Also das sind Debianer, das sind nicht die Ubuntu-Leute. Das Bedienkonzept werde ich gleich vorführen, deswegen werde ich hier vielleicht auch mal ein bisschen schneller durchgehen. Das ist eben halt rechts, dass der Startbildschirm, wenn man das erste Mal das Phone startet, dann kommt da so ein tolle Animation, wo das eben halt alles erklärt wird, was du alles damit machen kannst. Sollte man sich vielleicht am Anfang ruhig nochmal angucken, was da eben halt alles so mit möglich ist. Es sind nämlich hauptsächlich Wischgesten. Das muss man eben halt da verstehen, weil ansonsten, wie ich das schon häufig so auch im Support-Bereich gemerkt habe, sagt dann einer, ich kann ja hier gar keine Notiz löschen. Ja, das geht eben halt nur durch Wischen und nicht irgendwie durch einen Button, wo man dann eben halt sagt, löschen. Den muss man erst durch Wischen hervorrufen. Das halten welche für intuitiv. Ich glaube immer, man muss jedes System erstmal eben halt mal kurz erklärt bekommen oder sich kurz mal reindenken, um das eben halt zu verstehen. Sind sicherlich unterschiedliche Meinungen zu. Was ich gleich zeigen werde, diese Wischgesten von oben, das sind eben halt immer so, dass dort die so globalen Sachen abgerufen werden, sowas wie Netzwerk, Klang, Akku und dieses Ganze, das ist eben halt in der oberen Leiste drin.
Dann haben wir noch eine Wischgeste von unten vom Smartphone her, die immer aber nur in bestimmten Programmen funktioniert, also der Programmkontext aufgerufen wird, sowas wie Bearbeiten, Anlegen und sowas in einigen Programmen. Genau, dann haben wir den Launcher links, den kennt man noch am ehesten auch vom Desktop-Bereich, weil der eigentlich ja, genau dasselbe ist wie im Desktop, das ist diese Leiste links. Genau, und dann hat man noch von rechts nach links unterschiedliche Wischgesten, um in den Programm Switcher reinzukommen. Achso, ich habe eben schon mal erwähnt, sowas erwähnt wie Scopes, Apps und dann gibt es auch noch Web-Apps. Das muss man dann eben unterscheiden. Die Scopes, also ihr könnt eben halt alle irgendwie auf den Store, ich dachte, ich hätte jetzt noch eine Folie, ja, Mist, da muss ich das so machen. Die Scopes sind irgendwie, ja, das sind eben halt Datensammlungen, die einen auf dem Desktop, also auf der normalen Oberfläche eben halt präsentiert werden, ohne in einer App gestartet zu sein. Da hat man dann zum Beispiel die Anwendung drauf. Dann hat man dort zum Beispiel das Wetter drauf oder irgendwie sowas. Da kann man nochmal zwischen hin und her gehen. Zeige ich aber auch gleich. Und dann hat man noch Apps. Das sind wirklich Programme, die auf dem in dem System, in den Ubuntu-System auch mit integriert sind. Das sind so richtige Anwendungen. Und dann gibt es noch Web-Apps, das sind mehr so Browser-Aufrufe, wo man dann eben halt die mobile Webseite eines bestimmten Programms, vielleicht Ubuntu-Users oder sowas, angezeigt bekommt. Bei der Installation läuft das alles über den Ubuntu Store und der heißt auch Ubuntu Store, der heißt nicht Ubuntu Software Center, da haben sie jetzt den Namen geändert. Wieder zurück zu Ubuntu Store. Man kann, also im Auslieferungszustand ist die Systempartition nicht beschreibbar. Man hat aber Sudo-Rechte, dass man die beschreibbar machen kann. Also alle Rechte, die man braucht und kann dann eben halt auch alles Mögliche mitmachen. Wo dann natürlich auch wieder das Problem kommt, dass man dadurch vielleicht sich auch Sachen kaputt machen kann und das dann nicht mehr richtig funktioniert oder so. Das muss man dann eben halt selbst verantworten. Dann kann man auch eben halt apt-get benutzen, wenn man das dann will. Die Core-System-Apps, die ändern sich auch immer noch mal wieder von Version zu Version, weil am Anfang hatte man noch nicht eben halt alle möglichen Systeme dabei. Mittlerweile, das sind gar nicht alle, ich habe nur die aus der Anfangszeit genommen, hatte man eben halt ja, die Grundbedürfnisse befriedigt, eben halt, dass man was mit dem Browser zum Beispiel machen konnte. Ein Browser auf dem Smartphone ist natürlich verpflichtend. Das geht heutzutage gar nicht mehr anders. Mittlerweile ist der Browser sogar einigermaßen nutzbar. Am Anfang war der nicht nutzbar. Jedenfalls für mich war das irgendwie, ich konnte damit nicht richtig arbeiten. Mittlerweile geht's. Mich regt nur noch auf, dass ich immer noch kein Copy und Paste in ein Formular von einer Seite machen kann, die ich aufgerufen habe. Das ist das größte Hindernis, was ich eben halt habe. Besonders wenn ich im Forum Support leiste und dort einen Link unterbringen möchte, muss ich den jetzt immer abtippen auf diesem kleinen Smartphone und kann den nicht einfügen. Sehr blöd. Aber ansonsten so mit Reitern, Lesezeichen und so, das geht dann auch. Und auch, dass man wieder die Cookies löschen kann und sowas alles, das funktioniert auch. Kalender, genau, den benutze ich auch. Habe dort meinen Kalender, den ich auf dem Phone habe. Und dann noch, jetzt mache ich das böse Google-Wort, weil ich benutze das, meinen Google-Kalender noch integriert und meinen Firmenkalender noch integriert. Also das funktioniert dort auch alles mit dem Kalender. Ist ein ganz nettes Tool. Gut, muss auch nicht so viel können. Genau, und was ich auch immer noch sagen wollte, weil das hatte ich schon mal, hatte mich dann nämlich irgendjemand mal gefragt, so, kann man damit auch telefonieren und SMS schreiben, weil du hast jetzt gerade alles sowas erzählt. Ja, geht auch, ne? Also nicht, dass man auf die Idee kommt, dass das nicht gehen würde.
Genau, zufällig. Also ist auch ein Smartphone. So. Als ganz, ja, also diese Systemeinstellung, da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele. Was jetzt gerade wichtig für so ein Gerät ist, ist natürlich Netzwerkverbindungen und sowas aufzubauen. Dort hatte ich am Anfang, wenn ich meinen im Zug eben halt das Laptop eben halt dabei hatte, musste ich das über Kabel an mein Smartphone eben halt ranstecken, damit ich da auch Netz drauf habe. Mittlerweile hat es auch eine Hotspot-Funktion, weil die war am Anfang nämlich nicht da. Das war für mich auch irgendwie ein bisschen nervig und musste ich dann immer mit Kabel und Kommandozeile irgendwie unterwegs sein. Das funktioniert aber mittlerweile auch. Das ist schon mal ganz gut. Die Aktualisierungsverwaltung ist genauso wie beim Desktop eigentlich. Ja. Unterstützen und du hast auch einen SSH-Rootzugang? Ja, ja. Also. Ja, also, ja, was heißt, ja, du kannst es dir einrichten. Also, ich verbinde mich mit SSH mit normalem Benutzer und wechsle dann, also, ich habe da Sudo-Rechte dann. Also, ich habe jetzt noch keinen Benutzer-Root eingelegt, aber das müsste genauso funktionieren. Also, ja, genau. Das ist ja ganz praktisch, das mal auf den Rechner einzubinden. Ja, ja, genau. Wir machen es gleich auch noch, dass ich da auf das Phone draufgehe, dass wir uns das auch noch mal ein bisschen angucken können. Genau, also ich gehe da auch mit SSH dann drauf, ja, genau. Natürlich auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das sollte man nicht Passwort nur geschützt machen, weil man hat ja immer so eine vierstellige PIN, das sollte man tunlichst vermeiden, sondern den wirklich nur mit Key erreichbar machen, das Phone, und dass das mit den Key eben halt erreichbar ist. Unterschiedliche Konten kann man auch in diesem ganzen System anbinden. Ja. Also mit den Aktualisierungen, das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr. Also gut. Ist das auch eine Sources-List, wo ich, was weiß ich, Updates zum Beispiel aus Deutschland ziehen kann? Es ist... Ja, es ist so ein Click-Install, heißt das Ding. Es ist Paketliste, die eben halt dort zur Verfügung steht. Man kann eben halt nicht dort eben halt alles Mögliche einbinden. Das kann man dann wieder machen, wenn man über UpGet die Pakete installieren möchte. Man kann auf UpGet umschwenken. Ich habe bisher das auch schon mal genutzt, dass ich per UpGet eben halt Sachen installiert habe, okay. Es wird aber, also es wird dazu nicht empfohlen, weil höchstwahrscheinlich es doch irgendwelche Inkompatibilitäten gibt, wenn man einerseits den Ubuntu Store so benutzt mit diesem Click-Install und eben halt sonst auch UpGet. Aber das ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall wird es nicht empfohlen. Vielleicht wollen sie auch nur nicht, dass irgendwie alle möglichen Leute alles Mögliche damit machen. Genau, und Firefox hat dann zum Beispiel schon mal jemand installiert und darauf zum Laufen gebracht oder sowas. Ja. Lässt sich Aptitude nachinstallieren? Was? Aptitude? Ach, Aptitude. Also, ja, ja, klar, ja, ja, ja. Ja, du kannst ja über UpGet auch alles Mögliche an Source-Listen reinpacken. Das ist genau dieselbe Verwaltung. Und dort kannst du alles, was du willst, eben halt installieren. Die Sache ist eben halt nur, ob es richtig lauffähig ist. Alles, was auf X, also Aptitude nicht, aber alles, was sonst so auf X.org aufbaut, ist darüber erstmal nicht hundertprozentig funktionsfähig. Es gibt so ein X.mir, dass das eine Übersetzung ist zu den Systemen, was aber noch nicht so reif ist, dass darauf alles funktioniert. Also jetzt zum Beispiel Firefox läuft da drauf. So, das hat schon mal jemand gemacht. Ja. Entschuldigung, LibreOffice, würde funktionieren oder nicht? Glaube ich nicht. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gehört, dass das jemand gemacht hat. Ich glaube, dort ist die X-Mir-Kompatibilität, glaube ich, dazu zu LibreOffice noch nicht gut genug. Ach so, und oder Abibird oder irgendwie ein Texteditor, ein anderer? Ja, höchstwahrscheinlich irgendein anderer, der nicht ganz so viel an Sourcen frisst, würde ich mal sagen. Das könnte sein. Also mit Abibird könnte man mal probieren. Die Frage ist natürlich auch die, ob das dann auch handelbar ist auf so einem kleinen Display dann, ne? Und so. Also, ja, klar, das wäre fürs Tablet eventuell. Genau, genau. Dafür wäre es dann eher. Ja, klar, als wenn man ein Tablet nimmt, weil viele Leute sagen, ja, Tablet ist ja schön und gut, aber ich habe da keine vernünftige Office-Anwendung und so weiter oder einen vernünftigen Editor drauf. Und deswegen nehme ich lieber, wenn ich die Wahl habe, eher
als Tablet-Alternative Netbook zum Beispiel. Ja, genau. Tablet ist mehr das Ding, wo man auf dem Sofa sitzt und dann surft. Genau. Ja, genau, kann man auch. Ja, man kann sogar eine Maus anschließen. Das habe ich noch nie verstanden, warum sowas möglich sein muss. Ich meine, da färbt man noch die Finger. Also, naja, gut, egal. Aber selbst das, da gibt es auch immer diverse Videos im Netz. Also ich bin da nicht ganz so der Bastler. Also ein bisschen bastel ich da damit auch dann rum. Aber es sind welche da, die sehr viel damit rumbasteln und dann jedes Neue dann wieder ins Netz stellen. Und letztens hatte ich so ein Video gesehen, wo dann einer beklagt hatte, dass seine mittlere Mausrad-Taste nicht klickbar ist. Also drehen ging noch, aber nicht klickbar. Da habe ich dann auch gedacht, ja, braucht man das? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ja, prinzipiell möglich, ja. Ist der, dieses Multi-User-System auch in der Touch-Oberfläche implementiert oder muss ich da auch dann über die Kommandozeile agieren? Okay. Bei den Konten, das ist eigentlich mehr, dass man eben halt mehrere Konten hauptsächlich aus dem Web irgendwie da drin vereinen kann, sodass alle Apps drauf zugreifen können, denen man das erlaubt. Die Einstellung mit mehreren Benutzern, das bekommt man über die Kommandozeile hin. Dafür gibt es nicht eine gute Integration. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man meint, ein Smartphone wird immer nur von einer Person genutzt. Ja, also, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also bei mir macht es Sinn. Also, genau. Ja. Unterstützt das System Multitasking? Hätte, dass die Anwendungen komplett permanent weiterlaufen? Jein. Also es gibt welche, die ist, eben halt, die sehr stark mit dem Kern verbunden sind, die können das, also sonst wäre Musik abspielen zum Beispiel irgendwie ein bisschen blöd, weil da musst du die ganze Zeit die Musik-App oben auf haben, und, aber das funktioniert. Es gibt welche, wo das eben halt funktioniert und welche, wo es nicht funktioniert, und das kommt eigentlich immer darauf an, wie hart die am Kern mit dran sind. Weil das ziemlich schwierig wohl ist zu implementieren. Ich habe es selbst nicht versucht und davor schrecken wohl auch einige zurück. Da glaube ich, ist auch ein technisches Hindernis. Aber sowas natürlich auch, das Telefon reagiert natürlich auch, selbst wenn es nicht im Vordergrund ist. So, ne? Also, ja. Ja, genau. Und was leichter ist, man kommt schneller in den Notification Manager rein. Und dort kann man schneller eben halt sagen, hallo, hier ist jetzt gerade eine E-Mail. Auch wenn du das E-Mail-Programm in den Hintergrund schiebst und das nicht immer die E-Mails abruft. Weil das ruft die dann erst wieder ab, wenn du draufklickst und das dann. Also es holt die nur in den Notification Manager mit rein. Also dieses, diese Push-Nachricht wird dann eben halt so von wegen, hallo, ich habe eine neue E-Mail. Wenn du aber draufklickst, dann ist sie erst noch nicht da, sondern dann kommt sie erst. So, dann wird sie erst richtig abgerufen. Das sind eben halt so ein bisschen Krücken, die man da angeht. Ja. Genau, also hier Konten, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich benutze eben halt Google, darüber gehe ich, bin ich dann angebunden und kann eben halt dort sowohl meine E-Mails abrufen als auch meinen Kalender befüttern. Ja, genau. Haben wir eigentlich schon fast alles, glaube ich, gerade da gehabt. Ja, also es gibt ein Terminal. Und das erste Mal, als ich vom Terminal hing, wusste ich gar nicht, oh Mann, ich will ja jetzt nicht einmal alles eintippen. Wie mache ich das denn? Und Tappen aufs Display macht diese Autovervollständigung, die man auch vom Desktop her kennt, die ich ja immer nutze, weil ich kenne ja keinen Befehl mehr, irgendwie, der länger als 6 Buchstaben ist, wirklich noch, weil ich tappe dann ja immer und dann habe ich den irgendwie. Genau, und das funktioniert dort auch. Ja. Sehr lustiges Ding. Genau, weitere Apps. Also das ist mein Smartphone. Weitere Apps, das sind eben halt, da muss ich nochmal eben sagen, wer aufgepasst hat, hat eben gerade gesehen, dass kein E-Mail-Programm als Standard Ubuntu Touch mit drin ist. Das ist ein weiteres Deco, heißt das, was demnächst auch zum Standard erklärt wird und auch mit reinkommt. Momentan ist es leider noch nicht in der Standardauslieferung mit drin, soll in 6 Wochen kommen.
Genau, das sollte man sich auf jeden Fall, also das braucht man eigentlich so, wenn man E-Mails machen möchte, dann muss man auch einen E-Mail-Client haben, so, außer man möchte die Web-Oberfläche benutzen, aber das macht auf Dauer keinen Spaß. Meine Frage, ist das sicherer als Android oder? Die Frage kann ich jetzt so nicht beantworten, in welcher Beziehung. Ja, weil Android ja relativ viele Viren und irgendwelche anderen Sachen hat, also. Gefühlte Sicherheit ist besser, solange es im Spiel ist. Ja, also es ist immer schwierig zu sagen. Es kommt auch immer auf Layer 8 an, sage ich da, also der Benutzer davor, was der eben halt alles macht. Wenn man dort natürlich irgendwie sein Terminal irgendwie offen macht und von überall aus ansprechen lässt mit den vierstelligen PIN zur Eingabe, dann ist das wohl eher nicht so sicher. Wie ist das eigentlich, wenn man sich anmeldet? Ist das auch so mit so einem mit Gesten oder mit Nummern oder mit einem Passwort? Dass man sich ja absichern kann, ich meine, vor dem Zugriff. Mit Passwort, dieses Gestending gibt es da auch, das habe ich aber noch nicht benutzt. So. Ich habe eine Zahlenkombination benutzt, genau. Ja. Genau. Also. Wie wird das gemacht, wenn man eine Applikation installieren will? Muss man das genauso wie bei Ubuntu, dass man sich mit Passwort authentifizieren muss? Oder? Nein. Es ist eben halt so, man muss sich nur einmal am System anmelden und dann behält er dies also permanent vor für die Benutzersession. Also sprich, wenn du einmal nochmal wieder den Knopf betätigst, sodass es abdunkelt, und dann sozusagen wieder dein Passwort eingeben muss, dann bis dahin ist es eben halt auch so, dass du alles installieren kannst. Ach so, aber sonst, bevor man was installieren will, muss man sich authentifizieren, dass man die Person ist, die die Rechte hat. Genau, durch eben halt, dass man sich an System anmeldet. Bei Android ist es ja so, dass man da einfach nur Knopf drücken muss und dann zack geht's durch, ohne sich zu authentifizieren. Ja, also so in der, ja, so auch. Nur eben halt, dass man, aber das ist bei Android, glaube ich, auch nicht anders. Dass man sich nur einmal vorher anmelden muss. Also das dann eben halt so. Aber man muss nicht nochmal zusätzlich ein Passwort angeben. Okay. Genau, das muss man nicht. Obwohl ich mich gerade frage, das können wir gleich vielleicht mal gucken, ob das sogar möglich ist, das einzustellen. Also ich habe es jedenfalls nicht so. Hier sieht man dann auch, genauso wie auf dem Desktop, hat man hier auch immer, kann man das sehen an so weißen Punkten, das lässt sich jetzt hier nicht ganz so gut erkennen, aber so ungefähr, welches Programm im Vordergrund ist. Man hat auch unten den Button, damit man immer wieder auf seinen Homescreen kommt. Und dann hat man auch noch diverse Programme hier, wie angegeben, also Hangups, also Hangouts sind darüber auch möglich. Twitter Sachen abrufen, Facebook natürlich auch, das habe ich nicht erwähnt, weil Facebook nütze ich nicht. Und sowas Office Swarm oder irgendwie sowas, was dann auch noch cool ist. Es wird nicht alles von Canonical entwickelt, das wollte ich nochmal dazu sagen. Es gibt eine große Community. Das ist auch so ein bisschen dieses, warum es Ubuntu in Touch auch so ein bisschen heißt, weil die Community sich auch gerade wieder sehr stark ändert durch dieses ganze Ubuntu Phone. Dadurch sind nochmal wieder mehr Leute dazugekommen, die auch gerne nochmal wieder was Neues ausprobieren möchten, weil irgendwie immer dasselbe machen, das ist irgendwie auf lange Sicht auch ein bisschen langweilig, doof. Da kann man eben halt auch Apps entwickeln oder sich in Foren beteiligen, um Hilfe zu geben. Das ist der Warty, das ist das erste Ubuntu-Zeichen gewesen, der ersten Version. Den habe ich zum Ausblick genommen, weil es ist eben halt so, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wie Ubuntu am Anfang war, das Betriebssystem, ist es natürlich jetzt mit dem Phone auch. Da funktioniert noch nicht alles so hundertprozentig, wie man das jetzt vielleicht von einem Apple-Gerät erwarten mag, obwohl vielleicht auch doch, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch doch schon so gut. Es ist aber natürlich am Anfang immer noch ein bisschen ruckeliger. Und deswegen ist das auch so nicht so ein ganz schönes Tier. Aber es geht natürlich weiter und es wird auch verbessert. Bis eben halt hin, das ist so ein großes Thema, Konvergenz, dass wir eben halt auf ein
Smartphone gleichzeitig unser Desktop-Betriebssystem drauf haben, dass wir das gleichzeitig nutzen können, dass wir eben halt auch auf dem Desktop sowas haben, was auf dem Smartphone drauf ist und dass sich das alles mehr zusammenfügt. Das ist momentan noch ein bisschen Zukunftsmusik, das ist noch nicht so vorhanden. Aber in diesem Jahr soll das zumindest noch rauskommen, dass ein Smartphone auf den Markt kommt, das eben halt in Anschließen einer Docking Station eben halt ein Desktop-Betriebssystem ausliefern kann. Jedenfalls hat man mir das erzählt. Genau, Tablet höchstwahrscheinlich nächstes Jahr. Ich glaube nicht mehr dieses Jahr, obwohl es auch andere Meldungen dazu gibt. Genau, weitere Geräte, ganz, ganz viel. So, und jetzt habe ich da mal was vorbereitet. Den Spruch wollte ich auch immer wieder bringen. Ja. Können Sie kurz die Adresse hinten noch angeben, wo man nachschauen kann, welches Gerät man sich kaufen sollte, damit es Aussicht hat zu funktionieren? Ich hatte hier noch. Ach, jetzt habe ich hier den Fokus hier verloren. So. Genau. Das ist unter den Ubuntu.com Phone. Dort sind die Geräte gelistet. Dort sind wirklich die von Canonical herausgegeben werden. Also das sind nochmal so ein paar Links, wo man alles Mögliche nachlesen kann und von dort kommt man auch überall hin weiter. Ich glaube, viel mehr Informationen als die Links kann man gar nicht bereitstellen. So, jetzt muss ich nochmal eben darüber. Ich muss jetzt nämlich nochmal eben mit einer neuen Session hier öffnen. Also was ich jetzt versuche, ist, ich gehe jetzt erstmal per SSH auf mein Smartphone. Dieses Ding hier. Ja, jetzt ist er. Hat sich wohl ausgelockt, das blöde Smartphone. Wo ist es hin? Mein Terminal ist weg. Okay. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Wo ist es denn? So, da, komisch. So, ich habe meine Ubuntu geschrottet. Aber das kann sich nur noch um Minuten handeln. Leider muss ich mal eben ganz kurz, weil ich mein Bildschirm wieder brauche. So. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme das mitmacht. Ah, die mögen mich. Selber IP wieder bekommen. So, jetzt bin ich drauf. Und will das jetzt auf meinen Desktop streamen. So. Genau, da bin ich gerade. Ich bin gerade im Terminal, weil ich muss ja noch meine IP-Adresse raussuchen. Ich erzähle immer, glaube ich, mal gerade so ein bisschen, was ich mache. Und also ich versuche es auch mal so ein bisschen so zu halten, dass ihr es seht, was ich mache. Aber ich sage es nochmal immer noch so ein bisschen nebenbei. Das hier ist dieser Switcher zwischen dem Programm, der eben halt entweder durch alle Programme, die man gerade offen hat, ich habe es gerade neu gestartet, deswegen ist nur die Terminal-App offen, die ich gerade brauchte, und mein Dash. Diese Verzögerung ist jetzt hier leider immer ein ganz bisschen gegeben wegen des Screen,
Die Daten müssen noch zur Begleitung da kommen. Das sind so die Programme, die ich alle installiert habe. Es sind eigentlich auch schon recht viele dort. Ich habe von rechts aus immer die Möglichkeit, zwischen diesen ganzen Scopes hin und her zu wählen. Ich habe da meinen Posteingang eingebunden, kann dann auch darauf gehen. Kann switchen, wenn ich rechts eben halt ein bisschen länger dran ziehe, dass er dann zwischen den Programmen wieder hin und her geht und mal wieder ins Terminal zu kommen. Habe links auf der linken Seite, oh, das sieht ja irgendwie so ein bisschen komisch aus mit dem, daneben noch eine Leiste. So, ich glaube so besser. Habe hier sozusagen meine Starterleiste für die ganzen Programme, wo ich da eben halt, ja, so viele definieren möchte, wie ich will, kann ich da alle reinpacken und eben halt auch sagen, dass ich sie vielleicht auch nicht mehr dann da drin haben möchte. Ja, jetzt habe ich es aufgerufen. Telegram. Achso, nee, da, das machen wir mal schnell wieder zu. Da sind doch noch geheime Nachrichten. So, die kann man eben halt auch alle definieren. Systemeinstellungen hat man hier natürlich auch wieder dieses Funknetzwerke, Netz, irgendwie sowas alles. Alle diese ganzen Systemeinstellungen kann man hier alle machen, sehen so ähnlich in anderen Systemen auch aus. Aktualisierungen werden hierüber eingespielt, hier kann man immer suchen, gibt es eine neue Aktualisierung. Nee, haben wir jetzt gerade nicht, irgendwie wurde heute wohl nichts ausgeliefert. Ich bin immer einer, der es auch gerne irgendwie selbst mal draufklickt. Die Systeminstallation bietet das aber eben halt so an, dass wenn ein großes Update kommt, was alle 6 bis 8 Wochen kommt, dass dann auch mit so einem Fenster, was dann aufpoppt, so von wegen, willst du das Neueste jetzt installieren, und dann drückst du drauf und dann wird das installiert. Ansonsten guckt man hier so nach. Genau, dann noch so Telefon-App wollte ich auch beweisen, dass Telefon eben halt dort auch da ist. genau, also hier hat man dann eben halt auch, das ist eben halt ganz nett, den Programmkontext unten, also man wischt dann eben halt von unten nach oben und dann sieht man eben halt, welche ich zuletzt angerufen habe. Genau. Das mit den Sternchen 31 Raute ist natürlich auch wieder eine Krücke, die ich da habe, weil momentan die Rufnummernübermittlung bei der Telefon-App bei mir nicht klappt. Und ich weiß momentan noch nicht, warum, weil bei anderen klappt die und bei mir nicht. Das hat auch nichts mit dem Anbieter zu tun, weil andere auch ein O2-Netz haben wie ich. Ich muss wohl irgendwo was gemacht haben, was das kaputt gemacht hat. Und deswegen muss ich da gerade immer mich mit diesen Code für die Telefongesellschaft identifizieren, sodass ich meine Rufnummer auch übermittelt wird. Genau, ich wollte jetzt nochmal das obere Menü eben halt erklären. Hier oben hat man eben halt so einen Switcher, den man immer die ganze Zeit hat, wo man eben halt unterschiedliche Informationen hat, sowas wie Datum, Zeit, meine nächsten Termine, das sind jetzt eigentlich die immer von der Arbeit, nur dieser Termin ist da nicht mit drin. Genau, sowas wie Akku, Klangeinstellungen und was man da eben halt alles machen kann oder eben halt auch Netzwerk, wo man jetzt sieht, dass ich im Freifunknetz dann drin bin. Kann man wieder hochpacken, indem man von unten wieder nach oben wischt und dann ist das wieder eingeklappt. Wir haben auch, also hier habe ich auch so eine Google Mail App, habe ich dort auch installiert, weil ich den von Anfang an genutzt hatte, diese Web App. Den Deko gibt es jetzt zwar schon, den Mail-Client, aber ich bis jetzt noch nicht irgendwie umgeswitcht bin zu denen. Den habe ich zwar installiert, aber ich benutze den eigentlich nicht so. Ja, wir haben dann auch noch SMS sozusagen. Genau.
Hier wieder den Anwendungs-Switcher. Wenn das mehrere Programme sind, kann man natürlich zwischen denen immer alles hin und her switchen. Das ist ganz nett gemacht. Auch von anderen Systemen, wie man das kennt, kann man dann auch sagen, Programm brauche ich nicht mehr, ich schiebe das nach oben oder nach unten weg. Dann ist es geschlossen, das Programm. Genau. Also man kann alles wegnehmen, außer hier den Anwendungsbildschirm, also die Dash. Also den Anwendungsscope heißt es eigentlich. Die kann man nicht wegblenden, weil das ist betriebsimmanent sozusagen, dass immer dieses Anwendungsscope dort bleibt. Außer natürlich, man verändert das System dort so stark, dass das dann nicht mehr da ist. Könnte man natürlich auch machen. Genau. Ja. Das sind alles so Apps, die ich da installiert habe. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen ausprobiert. Kann man natürlich auch wieder deinstallieren. Was ist warm? Entschuldigung, was ist warm? Also das ist so eine ganz sinnfreie Anwendung. Das ist so von wegen, ha, ich bin gerade am Bahnhof und kommentiere das. Und dann wird das alle meinen Twitter-Leuten zugeschickt. Das ist total sinnfrei, ich weiß. Aber das ist, ja... Oder ich esse gerade oder sowas. Auch das, ja, aber es ist immer so mit Ortsangabe, dass wenn man direkt das GPS anspricht und sagt, wo man sich gerade aufhält, und das wird immer gleich mit reingepackt und man kann dann eben mal so Orte anklicken, an denen man sich gerade aufhält. Ja. Ach so. Also sinnfrei, also braucht man nicht. Gut. Genau, natürlich auch Spiele, Sudoku oder sonst was. Und was ist Taga? Das ist so ein QR-Code. Ja, genau, QR-Code-Tagger, genau. Ach so, okay. Also, dass man den mal QR-Codes ablesen kann, genau. Ach, okay. Der heißt Tagger bei den, ja. Genau. Ja. Hm? Wenn ich jetzt einen VPN-Tunnel erstellen will, da brauche ich eigentlich keine Oberfläche oder irgendwas, ja. Da kann ich alles das, ja. Was ich auf der Befehlszeile auch immer unten genau. Genau. Da gibt es sogar schon Anleitungen für, wie man so einen VPN-Tunnel am besten aufbaut. Das ist aber bei allen anderen Sachen eigentlich auch so. Ne? Wenn ich also keine Oberfläche brauche, also keine Fensteroberfläche, sondern auf der Befehlsseite, kann ich theoretisch wirklich alles übernehmen, was ich in dem normalen Ubuntu auch nutze. Genau. Dort eben halt muss man dann zum Teil davon wechseln, dass man nicht mehr diese Paketverwaltung von hier nimmt, also diesen Ubuntu Store, weil dort die nicht in der Form alle drin sind, sondern apt-get, genau. Das kann man da machen. Zum Teil sind auch solche systemimmanenten Tools auch dort, also jetzt nicht darüber zu installieren, aber die sind zum Teil auch sogar schon auf der Kommandozeile vorhanden, also sowas wie SSH, das war schon vorinstalliert, das brauchte ich gar nicht mehr installieren, ne? Das war schon in der normalen Kern des Systems mit drin. Ja. Also, genau. Das hier nochmal, den Ubuntu Store an sich. Der sieht, wenn man das so ein bisschen kennt aus dem Ubuntu Desktop-Bereich, sieht er auch so ein bisschen ähnlich aus. Man hat da immer so ein bisschen so ein Highlight, was dann angeteasert wird und dann noch so ein paar Kategorien, wo man dann eben halt auch sagt, hier, das sind sehr wichtige Anwendungen, die man vielleicht braucht. Sagt dann natürlich auch, ob die installiert sind. Die Anmeldung, warum er das auch immer alles weiß und irgendwie sowas und wie man auch seine, wie man sich auch gegenüber dem Gerät identifizieren kann, ist der Ubuntu One-Account, den man haben kann. Das ist deswegen, glaube ich, auch ganz interessant, weil dadurch man demnächst das dann auch hinbekommt, wie das bei Google auch der Fall ist, dass man das auf mehreren Systemen verteilt, seine Paketliste und sowas. Das wird demnächst dann auch möglich sein. Ubuntu One wurde eingestellt, oder? Nein. Ubuntu One, da wurde ein Dienst von eingestellt, oder eher gesagt drei Dienste, und insgesamt umfasst das sechs Dienste. Zum Beispiel ist das die Cloud, dieses Datenpaket, was man da hat, das wurde eingestellt, und ich glaube auch der Musikdienst davon. Es ist noch weiterhin dieses Single Sign-On, was bei Ubuntu One mit drin ist, und ich glaube noch irgendein Dienst, den keiner nutzt oder den keiner braucht oder irgendwie sowas. Genau, also das ist nicht ganz, also das ist nicht ganz eingestellt worden, genau. Diesen Account hat man weiterhin noch.
Genau, und hier hat man dann noch die unterschiedlichsten Anwendungen, die man da machen kann. Natürlich auch hier wieder was mit OSM oder solche Sachen. Natürlich auch diese ganzen Spiele, was es dort auch alles gibt. Ja, also sicherlich nicht alle Apps, die man auf dem Android von her kennt, funktionieren sofort auf dem Ubuntu-Gerät. Also das muss man schon sagen. Also da sind ja im Laufe der Jahre sehr viele Apps entstanden und die sind natürlich nicht alle portiert, weil man muss sie portieren. Das ist nicht möglich, dass man dort irgendwie so eine Brücke baut und sowas wie Wine oder irgendwie sowas. Jedenfalls wurde sowas noch nicht entwickelt, dass man die dann dort emuliert starten kann oder wie auch immer. Sowas gibt es dort nicht. Die müssen dafür dann nochmal entwickelt werden. Brücke zu den Raspberry-Apps? Wüsste ich nicht. Ja, könnte sein. Also höchstwahrscheinlich kann man da sogar irgendwie Sachen von installieren. Aber was gibt es da? Was sind das für Pakete? Okay. Also ich kenne mich damit nicht so aus, da weiß ich nicht so genau, was es da gibt, aber naja, also letztendlich liegen hier auch drauf die Depp-Pakete, ne? Also ich meine, dieser Click-Installer, der benutzt auch Depp-Pakete, ne? Es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie was ganz Neues ist, das ist irgendwie nur so eine Zwischenschicht. Das ist aber kein normales Depp-Paket, die Apps. Das sind zwar Depp-Pakete, aber keine, die ich noch auf normalen Ubuntu-Systemen auch installiere. Nee, da fehlt dir nämlich schon wieder das Mir. Aber wenn du ein Mir auf deinen Desktop installiert, könntest du sozusagen auch die Apps dort drauf installieren, weil das ist dann wieder diese Schnittstelle dazu. Der Prozessor könnte höchstens noch eine Schwierigkeit sein, aber das müsste eigentlich Mir ersetzen, dass diese Zwischenschicht, dass er die unterschiedlichen Sachen anspricht. Was natürlich nichts bringt, wenn du keine SMS-Karte SIM-Karte bei dir in den Rechner reinpacken kannst oder sowas. Kannst du natürlich dann noch nicht telefonieren. Ja. Du hast jetzt gesagt, du nutzt ja das böse Wort, den Kalender. Und gibt es eine Funktion, um im Prinzip Kalender, Kontakte vom Phone abzugleichen mit dem Desktop-System? Und zwar ohne irgendwelche Krücken. Weil ich das Schlimmste für mich überhaupt. Ich nutze jetzt ein Android. Habe meinen Kalender und habe meine Kontakte und gleich das, das darf ich auch gar nicht sagen, über ein Windows-Programm, was unter Wine läuft, My Phone Explorer, und auf meinem Desktop, in meinem Thunderbird, meine Kontakte und meine Termine zu haben. Das funktioniert wirklich gut. Aber eigentlich würde ich, wenn ich umsteigen würde auf das Phone, das wäre ein expliziter Punkt, wo ich sage, okay, dann möchte ich jetzt aber auch, dass ich den Abgleich wirklich ohne Krücken durchführe. Ja, ohne Krücken weiß ich nicht, also was eine Krücke ist. Also es gibt die Möglichkeit, das über OwnCloud eben mal zu regeln, dass man dort die Kontaktsachen nutzt, dass man sich eben mal so einen Server aufsetzt, worüber man das dann laufen lässt. Den Import der Kontakte kann ich natürlich auch einmal von der SIM-Karte machen, wenn ich die einlege und die dann da bekomme. Aber dann fehlt mir natürlich wieder ein Rückkanal zum Desktop. Kalender kann ich eben halt entweder über OwnCloud abgleichen, über einen sonstigen Netzanbieter irgendwas. Ansonsten immer nur mit den Files. Wenn ich so ein File bekomme, einen Export, kann ich den natürlich importieren. Also, Ich will eben nicht über irgendeinen Server gehen, sondern direkt nur zwischen den beiden Geräten. Aber gut, okay. Also das geht noch nicht. Das geht nicht. Ja. Nee. Also da habe ich nichts gesehen. Es gibt so ein, was aber schon in der Richtung geht, das ist so ein Evolution Data, keine Ahnung, irgendwas. Und darüber kann man dann zumindest die Daten wieder reinpacken, importieren. Also das, aber das ist eben halt nichts, was automatisch klickst du an und dann hast du es. Ne? Also das gibt es nicht. Ne? Aber ansonsten kann man hier eben halt auch Kalender eben halt anlegen und eben halt unterschiedliche Kalender da eben halt drauf aufbauen und mit der Arbeit abgleichen oder sonstige und sowas alles. Was diese Webdienste dort benutzen, ich würde sagen, das ist eigentlich das fast alles. Ja, aber höchstwahrscheinlich sind das sogar mehrere Formate, oder? Ich weiß gar nicht, was die da das so machen. Ja, würde ich auch erstmal sagen.
ohne das jetzt hundertprozentig genau zu wissen. Hm? Genau. Was eben halt auch so ein bisschen ist, man braucht auch ein ganz bisschen Übung für so diese Gesten und so. Das ist mir am Anfang eben halt so aufgefallen, gerade dieses mit den Switchen, das funktioniert am Anfang nicht so, weil du hast nämlich auch die Möglichkeit, einmal kurz rechts anzustoßen und dann wechselst du immer nur zwischen den zwei letzten Programmen immer hin und her, was ich auch eine total tolle Einstellung finde. Aber wenn du ein bisschen zu lang machst, bist du gleich in diesem ganzen Programm-Switcher wieder drin. Da muss man sich so ein bisschen erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Sieht es aus mit Zoom oder Drehen? Ja, also Drehen, ich weiß gar nicht, wie das hier mit den mit den Switcher nicht. Das ist ja die Neigung, sondern der automatisch aufnimmt. Ja. Ja, macht er auch, aber nicht beim... Ich glaube dir das. Auch wenn das doch... Warum mag der das jetzt nicht? Hallo? So, bei Android-Phones ist es halt, wenn man von oben her... Ja, so. Ah, ja, gut, ey, das ist jetzt doof, ne? Ihr müsst euch jetzt so vorstellen, ne? Also es liegt jetzt so, ja. Genau, das ist von dem Bild her so ein bisschen doof. Es geht nicht bei jedem Programm, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist irgendwie nicht ganz überall so gelöst, weil bei dieser Dash, wo ich es am Anfang gerade versucht habe, da geht es nämlich nicht. Die ist nicht... Die bleibt so, also da geht es nicht rum. So, ja. Aber ansonsten, klar, man kann jetzt auch, wenn man jetzt im Browser ist und dort eine Seite aufruft, meine Netz, so, ja, genau, kann man natürlich, na gut, bei denen im Web, geht das nicht, ne? Bei den Sachen? Nee, ich brauche eigentlich meine Textdatei. Also ein bisschen, also man kann natürlich auch ein bisschen reinzoomen. Wo kann ich das denn besser mal demonstrieren? Okay, glaub mir's. Kontakte kann ich natürlich auch irgendwie hierüber verwalten und ja, alles Mögliche installieren, das ist natürlich auch immer auf das persönliche Bedürfnis drauf abgezielt, ja, dass man dort dann alles an Anwendung hat. Also zum Beispiel, ich habe kein Facebook, brauche ich nicht. Ja. Wie sieht es aus? Wie leicht kriegt man ein auf Software-Ebene kaputtgespieltes Phone zurückgesetzt? Also brauche ich da sowas wie zum Beispiel jetzt das böse iTunes? Oder? Nee. Man hat, also einerseits hat man sowieso auch hier im Menü eben halt eine Einstellung, dass man sein Telefon zurücksetzen kann. Also wenn jetzt ein paar Programme erstmal so nicht mehr so richtig funktionieren oder sowas, wenn man irgendwas gemacht hat, da hat man den Knopf, dass man Telefon zurücksetzen und da klicken kann. Genau, und ansonsten kommt man eben halt in den Bootloader auch rein und kann dort einen Sicherheitsstart eben mal wählen, sodass er dann eben halt nochmal das erste System aufsetzt, was am Anfang da war. Da gleich ganz, ganz große Vorsicht, Datensicherung. Das ist momentan noch ein bisschen heikleres Thema. Es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie gerade super schön implementiert hat. Da muss man sich so ein bisschen selbst so Krücken ausdenken, wie man seine Daten darauf sichert. Ich hoffe sehr, dass das auch noch in diesem Jahr kommt, dass man dort einfach mal nur so einen Button hat, wo man dann eben halt, wenn man das am Rechner anschließt, eben halt auch seine Daten irgendwie da mal gesichert bekommt. Momentan muss man das eben halt über Skripte machen und so. Und das ist natürlich auch... ja, wenn man ein Telefon zurücksetzt, ne, dann besteht die Gefahr, dass die Daten weg sind. Muss nicht sein, weil die werden auf andere Partitionen dort gespeichert. Und es kann dann auch sein, dass die von Überschreiben nicht betroffen sind. Aber das ist so ähnlich, wenn man ein neues Betriebssystem auf dem Rechner installiert. Da hat man vielleicht auch seine Home-Partition, aber will man sich unbedingt immer darauf verlassen, dass irgendwie das alles so gut geht, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich könnte es vielleicht einbinden mit meinem Dateimanager, einfach als Ordner, zum Beispiel, wo ich auf die Zugreifung habe. Genau. Dateiverwaltung haben wir hier.
Genau, da kann ich jetzt drauf gehen und mein, ja, also das sind diese typischen Ordner, ne, wo das ist Ubuntu-spezifisch, GNOME-spezifisch war es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer als erstes das gemacht hat mit diesen Ordnern. Und auf jeden Fall, die sind dann eben halt so angelegt und kann natürlich alles weitere auch noch mit anlegen. Ja. Wenn ich das jetzt auch auf meinem Desktop wieder auf der Bibliothek, wenn ich das da anwenden könnte, dann war easy. Ja, ja, ja. Da große Vorsicht, das ist nämlich genau dasselbe, was ich eben gerade bei den Scream hatte auf den Rechner. Erst einmal entsperren, dann anschließen, weil dann kannst du darauf zugreifen. Wenn du nicht entsperrst, dann funktioniert es gar nicht. Oder du bekommst eine Prompt-Abfrage. Das kommt eben mal so ein bisschen drauf an und kannst dann dort das entsperren. Aber ich habe von vielen gehört, dass das gar nicht funktioniert. Und dann denken die, oh, das kann ja gar nicht. Dabei geht es, aber man muss es erst vorher entsperren. Das ist so ein bisschen doof. Ja, ist dann die Daten, die man auf dem Ja, also ich gucke auf die MAC-Adresse, ob die sich angeschlossen hat und jedes Mal, wenn ich das Smartphone anschließe, holt er mir da ein paar Dateien rüber sozusagen. Ja. Ist das hier genauso wie auf dem Desktop-System, dass in der Home-Partition auch die persönlichen Einstellungen für die Programme sind, bei den versteckten Ordnern für die Programme? Ja, ich glaube, es ist nicht hundertprozentig so. Da müsste ich jetzt mal gerade gucken, aber wir können ja mal drauf gucken. Wo ist mein? Achso, ich brauche noch mal eine Session. Weil die möchte ich jetzt ja nicht abbrechen. Gehen wir mal nochmal drauf. Achso, war schon. Okay. So, es sind hier so ein paar Sachen drauf und welche verstecken sich irgendwie unter den Configs, sind immer noch ganz viele Sachen abgespeichert. Das ist auf dem Desktop auch ähnlich so. Aber es gibt noch irgendwo ein System-Data, irgendwie sowas Verzeichnis, wo auch noch welche drin liegen. Das ist nicht ganz einheitlich und ich habe das System dahinter auch noch nicht verstanden, muss ich sagen. Warum das irgendwie, also hier müssten eigentlich auch noch mal irgendwie einige Sachen drin liegen. Das sind die Apps, die so sehen die immer aus, ist deren Paketname, also Ordnername und auch Paketname. Die beginnen eigentlich immer alle mit den Programmhersteller oder irgendwie sowas. Ja. Genau. Aber sonst finde ich alles klassisch, also Bilder und so weiter. Ja. Genau, und wenn man eben halt auch auf ganz unterster Ebene geht, auf der Root-Ebene, sieht man auch Sachen, die einem bekannt vorkommen. So ein paar Sachen sind so, dass man irgendwie so ein paar Sachen irgendwie anders drauf mappt, eben halt, indem man solche Symbole wählt. Ja, aber ansonsten ist das ähnlich aufgebaut wie ein Desktop-System, außer dass wir dieses User-Data und das Custom haben. Das sind so die Hauptdinge, die da anders sind, wenn man jetzt mal von den ganzen anderen symbolischen Sachen dort wegdenken. Und genau, und die, ach so, und das System, genau, vom Android die Systemsachen, dass wir den Kernel davon benutzen. Ja. Genau, und in diesem Custom war es, glaube ich, da sind auch noch mal wieder irgendwelche Programmeinstellungen und das habe ich nicht verstanden, warum das so ist. Genau, hier sind wir noch. Wenn sonst keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich. Oder hier, noch eine? Anwendung von ActiveSync, Exchange oder was? Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht zugelesen, ob es möglich ist. Weiß nicht. Kann ich nicht beantworten. Schaut es aus mit so agieren Möglichkeiten wie Sophos Antivirus oder irgendwie Mobile
Systeme? Ist jetzt so im Standard dort nicht, also die ganzen Antiviren oder Programme oder was meinst du da? Oder, ist mir auch nichts bekannt, also ne, habe ich bisher noch nichts gesehen. Ich habe auch kein Windows-System im Hause. Das braucht man ja meistens, wenn man doch auch ein Windows-System im Hause hat. Da ist das sehr sinnvoll, wenn man dann auch noch irgendwie was gegen solche Viren tut. Ne? Ich meine, man macht es zwar auf dem Windows-System auch, hoffentlich, aber das ist schon nicht schlecht, wenn das Ubuntu-System oder überhaupt das Linux-System das auch schon mitbekommt. Das ist schon richtig, ja. Ja, dann bedanke ich mich. Genau, und wer sonst noch Fragen hat, kommt jetzt gleich einfach auf mich zu. Danke. Thank you.